Das Halsband gehört für viele Hundebesitzer zur Grundausstattung. Doch es ist nicht für jeden Hund geeignet. Wir zeigen euch, wie ihr für euren Hund das richtige Halsband findet und wann ein Geschirr die bessere Alternative ist. Halsbänder sind bei vielen Hundebesitzern sehr beliebt. Sie sind leicht anzulegen, sehen schick aus und der Hund wird in seiner Bewegung kaum eingeschränkt. Außerdem sind sie meist günstiger als gleichwertige Geschirre. Allerdings sollte man bei der Verwendung eines Halsbandes einiges beachten. Hunde mit schlechter Leinenführigkeit oder starkem Fluchtinstinkt können sich durch ständigen Druck im Hals- und Nackenbereich empfindlich verletzen. Neben der Luft- und Speiseröhre können bei dem starken Rucken auch Kehlkopf, Schilddrüse und Zungenbein beschädigt werden. Zudem liegen in diesem Bereich Wirbel- und Bandscheiben, das Rückenmark und wichtige Nerven, die durch ein Halsband in Mitleidenschaft gezogen werden können. Schlecht sitzende, enge oder kratzige Halsbänder können zudem Leinenaggressionen hervorrufen oder verstärken. Begegnungen mit fremden Hunden bedeuten für fast jeden Vierbeiner grundsätzlich Anspannung. Schnellt der Hund an Halsband und Leine voran, kann es passieren, dass er entstehende Schmerzen auf seine Artgenossen zurückführt. Wichtig ist es daher, schon beim Kauf auf die richtige Passform zu achten. Die Breite des Halsbandes sollte sich immer an der Breite des Nasenspiegels des Hundes orientieren. Grundsätzlich bedeutet das also, je größer der Hund, umso breiter das Halsband. Zwischen Hals und Halsband sollten noch gut 2 Finger breit Luft sein, damit es für den Hund angenehm sitzt. Um im Laden die richtige Größe zu finden, ist es ratsam, zu Hause den Halsumfang seines Hundes auszumessen.